Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Crisis Core. Wir sind wieder bei Crisis Core. Ich habe die Teller gefunden, die ich übersehen habe. Bin auch ein Idiot. Wenn wir hier hochgehen und dann gleich hier rüber. Da ist noch ein Seitengang, den habe ich übersehen. Hier sind die letzten Zellen. Und du schon wieder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so einen fände. Okay, damit müssten wir eigentlich mehr oder weniger alle haben. Ich dachte eigentlich, dass das, ein seltener Boss ist quasi, aber... Von mir aus. Da haben wir ihn erledigt. Mit den mächtigsten Fähigkeiten geht das recht einfach. Wir sehen hier eine verschlossene Zelle, mit der wir nichts machen können. Nummer 26. Wo nichts drin ist. Und hier Nummer 27, die ist kaputt. Und wenn wir hier durchgehen, landen wir in Zelle Nummer 18. Wo wir den Stärkeverstärker und TP-Verstärker plus bekommen. Damit sind wir auch hier fertig. Damit würde ich sagen, wir gehen. Öffnen das letzte große Tor. Oder vorletzte Tor, das hier. Mit dem göttenden Kronenschlüssel. Ich glaube, den haben wir von dem großen Viech bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier durch. Hier runter. Und hier lang. Haben wir nochmal Gegner, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Haben wir alle... Ja, wunderbar. Schön alle auf einen Haufen. Öffnen wir Nummer 32. Wenn wir hier durchgehen, landen wir in Zelle Nummer 36. Neuer Speicherpunkt. Und den solltet ihr ja kennen. In dem Raum waren wir vorhin schon mal. Das ist der Raum mit dem Königsbärmod. Mit dem Gatterschlüssel können wir den öffnen und uns mit dem Königsbärmod anlegen. Das ist so der kleine Superboss hier. Erstmal ausrauben mit der X-Potion, dann Wall voll machen. Der kann auch Regener, sehe ich gerade. Das hilft ihm aber nichts, wenn ich überlege, wie wir den jetzt mit unserem Verzweiflungspunch weghauen. Ich meine, der Regener ziemlich gut, aber das Regener läuft ihm auch irgendwann wieder aus. Das erinnert mich voll an den Anfang. Als wir mit dem Behemoth angefangen haben, jetzt beenden wir es mit einem. Nicht ganz, aber... Erstmal wieder voll machen. Das Problem ist, dank Regener regeneriert er das wieder weg, was wir... abziehen, aber das lasse ich ihn nicht, sicher nicht nochmal machen. Oh, Komet, das wird ziehen. Seine Spezialattacke. Oh. Ah, es geht noch. Jetzt bloß dafür sorgen, dass er nicht wieder Regener drauf macht. Ah, da haben wir ihn. Göttin einen Flügelschlüssel erhalten. Und damit haben wir den... Königsbärmod erledigt. Ich habe keine Potions mehr. Da können wir aber was dagegen unternehmen. Und dann gucken wir mal, was der gute Herr bewacht hat. Und das öffnet uns die Möglichkeit, das letzte Schloss zu öffnen. Portal des Abschieds. Hier sind wir quasi reingekommen und... Toll. Das war's. Leider Gottes ja, Leute. Das war ziemlich sinnlos. Wir haben nur einen Weg hierhin geschafft.
für einen Aufzug an der Stelle, die uns quasi nichts gebracht hat. Wir sind jetzt hier am Ende. Im Endeffekt haben uns diese Spezialbosse nichts gebracht, außer haufenweise Schätze, die wir so gefunden haben. Vergiss es, Kollege. Wir befinden uns jetzt hier. Und hier ist der Altar, mit dem wir weiterkommen werden. Bevor wir allerdings durch den Altar gehen und uns mit dem Typen da anlegen, möchte ich erstmal hier speichern. Denn ich muss ein bisschen Zeit schinden. Ansonsten müsste ich den Part kürzer gestalten. Ich habe aber genau die richtige Idee dafür. Wir gehen in Hojos Labor und legen uns mit dem Experiment hier an. Ah, es ist Holländer. Dankeschön. Hat er mich erwischt? Ja, natürlich hat er mich erwischt. Das wirst du bereuen, Kollege. Ich finde es schön, wie es den umfegt. Hallo, Lazard. Nein. Dazu später mehr. Okay. Allerdings spitzt sich alles langsam zu. Wir gehen schließlich aufs Ende hinzu. Jetzt gibt es noch einen schönen Octa-Slash. Oder 8-Streich. Zieht jetzt nicht so brutal. Aber hey, für gratis Schaden. Und damit haben wir ihn erledigt. Das war's mit Holländer. Todesimpuls. Gibt's eine neue Mission? Und wie? Nummer 110. Also etwas, das wir kennen. Ein Behemot. Nice. Hallo, Kollege. Ach, dich werden wir erstmal berauben. Schön. Der... Jetzt ist aber mal gut, ne? Phasenmodulation. Damit hat das Spiel begonnen mit einem Behemot. Schön, dass wir das jetzt hier auch nochmal reinhauen. Das ist der Behemoth-Part, ich sehe das schon. Jetzt haben wir eine schöne Apokalypse. Show me the true power of soldier. Mind your own business. Kaboom! Eins hat bei Ultimesia geklaut. Und zieht auch voll. Oh, das mag er gar nicht von hinten. Ihr seht, wie er sich aufstellt. Das kann man schön spammen. Damit haben wir den Behemoth erledigt. Eine Wallmateria. Ich benutze Wall sehr, sehr gerne. Die ist sehr, sehr mächtig. Und Missionskatalog verbessert. Oh, die ist schon sehr schwer. Bin mal gespannt. Ist das ein... Aha. Irgendwas Besonderes kann der. Ach du Scheiße, tot. Das erklärt einiges. Der wollte uns instant killen. Was wird dann wohl der letzte hier sein? Okay. Ich kenne dich gar nicht. Versuchst du zu springen?
Das ist ge... die zieht auch gut. Der zieht echt gut. Aber... hier müssen wir unser Timing einsetzen. Damit ich ihn treffe. Okay, er ist erschöpft. Der ist echt schon ganz gefährlich. Das bringt uns leider gar nichts. Okay, er springt jetzt halt einfach mehrfach. Getroffen. Oh, da hat er mich getroffen. Und da habe ich ihn erledigt. Wunderbar. Sub-Spirit-Klinge. Sehr nice. Damit können wir MP klauen. Was hat er denn jetzt noch für uns? Ah, die sind aber schon extrem. Da will ich mich nicht mit anlegen. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir machen noch eine Urlaubsmission. Denn... ich wollte zumindest eine gezeigt haben. Yay! Urlaub im Costa del Sol. Ach du Schande, ein Behemoth hier. Jetzt müssen wir erstmal den Urlaub überleben. Ach du Schande, der zieht gut. Wunderbar, da ist mein Eisenreif und... ha! Du schon wieder. Genesis. Oh, die Mucke hat echt Metal-Leute-Style. Apokalypse! Das hat übelsten Style. Schön. So, Kollege. Der ist ein bisschen aggressiver. Diesmal kriege ich ihn nicht in den Loop rein. Gut, aber er ist trotzdem besiegt. Das war das Ende von 6 Urlaub. Jeden Tag eine gute Tat. Yay, Urlaub! Erstmal eine Runde Knie beugen. Ja, das ist so typisch Zack. Selbst in seinem Urlaub muss er trainieren. Und dafür kriegen wir eine Adamantite. Wunderbar. Nachdem wir jetzt Urlaub gemacht haben, können wir ja, würde ich mal sagen, ich habe genug Zeit verschwendet, die Materias hier einsetzen. Ja. Dem Spender der Göttin Materia soll sich ein Weg öffnen. Okay, dann, ja, dann werden wir mal Materias einsetzen. Ja. Moment, ich hab... hä? Jetzt aber. Welche fehlt mir? Ich dachte, ich habe alle 7. Müssen wir nochmal zurück. Ich dachte, ich habe doch alle 7 eingesammelt. So viel dazu. Es waren 4 Kisten hier. Die erste kann man ja kaum übersehen. Die zweite war da oben. Die erste hier unten.
Muss ich gucken, ob ich hier irgendwo eine Kiste übersehen habe. Denn man findet die alle... Ich hatte alle 7, dachte ich. Da muss ich mich halt nochmal umsehen. So. Hier ist Nummer 1. Hier ist eine. Da hinten wäre Nummer 2, von wo wir gekommen sind. Dann... Oh, Level Up. Das ist zumindest schon mal nützlich. Wunderbar. Nummer 3 war hier. Hier irgendwo. Ah, hier sind auch Gegner. Wo habe ich denn eine Materia übersehen? Hallo. Ich... Hier war der See. Wenn dann... Habe ich hier eine Kiste übersehen? Ich dachte, ich hätte 3 eingesammelt. Aber hier sind 3 und im anderen sind 4. Da ich jetzt die Materie schon alle eingesetzt habe, ist es natürlich auch nicht so einfach, die nochmal... Ja, dann muss ich die auf jeden Fall auf der Seite hier vergessen haben. Zu guter Letzt die letzte hier hinten. Ach, du schon wieder. Hallo, Morbol. Hat er mich erwischt? Ich habe eine Tarotkarte bekommen, sehr nett. Aber hier ist auch nichts. Hier war sonst... Hier war doch nur... Hier ist nur der Ding, der Stein. Mist. Das kann jetzt doch nicht angehen. Wo ist diese letzte scheiß Materia? Ich dachte, ich hab alle. Kriegsviech. Ich weiß, wo ich sie vergessen habe. Hier durch. Hier ist die letzte Materia. Die Erdmateria. Die habe ich übersehen. Verdammte Kacke. Verdammter Mist. Jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet. Nicht hier lang, sondern hier ganz hinten. Nö. Ist mir egal. Hier unten waren ja auch lauter Gegner. Mal ein bisschen Überlänge, denn ich habe was gut zu machen. Ich habe hier Zeit verschwendet, ohne dass ich es nötig gehabt hätte. Wir setzen eine Göttin Materia ein. Hier gibt es nämlich einen Kampf, den ich gerne gezeigt hätte, bevor... Bevor ich den Part beende und da ich es verkackt habe...
Vorsicht mit Triblitzka. Das kann euch ziemlich gut einheizen. Wunderbar, wir haben unseren Tritanreif geklaut. Ihr seht schon, der zieht gut ab. Aber wenn wir uns gut anstellen, Moment, habe ich physische Resistenz oder hatte? Oh, seine Spezialattacke. Ja, ja gut, das war nicht so heftig. Was hast du davon, Kollege? Und mit diesem Sieg gehen wir speichern. Jetzt nochmal komplett voll heilen. Ja, ausrüstungsmäßig, wie sieht's denn aus? Denn damit haben wir es eigentlich. Den Phönixfederstatus haben wir, also Schutzengel. Ja, hier werde ich die Episode beenden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.